So, heute geht's weiter auf Dragon Crusade. Ich habe mein Inventar so ein bisschen sortiert. Also ich muss echt sagen, die Sachen, die mich alle bekommt, ist es Wahnsinn. Also ich versuche zwar irgendwie schon immer so ein bisschen in Ordnung zu halten und so, aber es ist so viel Stuff einfach, dass es also es ist wirklich ganz schwer irgendwie da hinterherzukommen. Es ist einfach too much, wirklich viel zu viel. Karolin haben wir nicht, genau. Rest ist glaube ich egal, oder? Was ist das für ein Zeug? Bauben, das haben wir definitiv nicht. Geklande, ja. So. Bam, Level up. Bam, kein Level up. Bam, wieder Level up. Nice. Genauso nicht anders wollen wir das. Okay, jetzt haben wir haufenweise Dragon Chips bekommen und Geld vielleicht auch, ich weiß es nicht. Was ist unsere heutige Quest? Unsere heutige Quest ist Wheel of Willem. Ja, gut, okay. Das ist ein bisschen. Ist ein bisschen schade, weil wir haben jetzt. Wir unterleveln momentan so ein bisschen. Oder überleveln, besser gesagt. Ja, wie ich gestern schon, beziehungsweise im letzten Video sagte, die Quests sind ein bisschen too much. Es sind zu viele irgendwie. Also wirklich so eine Quest für jedes einzelne Monster feiere ich jetzt nicht wirklich. Das kann ich jetzt nicht gerade behaupten. Nein. Oh. Okay. Ich hab gerade gedacht, vielleicht schließt es dann genau bündig ab, aber ne. Nope. So, 5 von 8. Perfekt. Hier nochmal schnell bei Fabo rein. Erinnere mich gerade irgendwie an diese Fabo-K-App da. Ringmaster. Wo ist er denn? Da ist er, oder? Hä? Ach. Wow. Ich dachte mir gerade, ich sehe nur auf der Map, wo ist denn der Charakter? Ah. Professional Flight Player und so. Ja, total. Alter, unser Schaden ist halt wirklich krass. Das geht ja wirklich ab wie Sau, das ist brutal. Braucht ja nur diese Bouncy Willems da oder Bouncing Willems. Macht den großen Unterschied. Was geben die denn XP? Ach, fast nichts. Ja, das Problem ist so, ich denke mir so die ganze Zeit, okay, warum levelst du nicht einfach? Aber andererseits, so, wenn ich jetzt später wieder hier hin muss und halt die ganzen Quests hier machen muss. Und ich meine, es gibt halt schon ein bisschen Geld, es gibt auch okay XP, würde ich jetzt mal sagen. Und irgendwie ärgert mich ja das so, weil ich mir so denke, so, ja, okay, das hättest halt auch vorher machen können. Und, ach, by the way. Ach du Scheiße. Es ist ja komplett krank. Wieder irgendein Mount zeitbegrenzt. So, weg damit. STA-Ring plus 4, lol. Man gönnt sich sonst nichts. Okay, VIP gibt es ja auch wieder. Das ist schon mal sehr geil. Ist nicht für uns, aber halt für jeden anderen Spieler. Och, das stackt alles nicht, oder wie? Okay, ein bisschen was stackt. Nicht alles. weg damit. Das haben wir noch da rein. Genau, okay. Ja, so ein bisschen live sortieren ist, glaube ich, ganz nützlich. Auch wenn ich mir jetzt gar nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt machbar ist. Aber naja. So, bam, 25, let's go. Ne, ich wollte nicht nach da. Ne, erstmal St. Morning. Neue Quest. Warum kann ich die Willem-Quest nicht annehmen? Habe ich schon abgegeben? Ne, kann ich gar nicht abgegeben haben. Hä? Warum geht das nicht? Keine Ahnung. Ja, ein Waffbett braucht die Welt auf alle Fälle. Das wäre jetzt gerade mal so die größte Sache dann. Ich weiß, ich könnte es mir kaufen, kostet auch gar nicht mal so viel. Oh, das gibt ziemlich gut Geld. Aber ich will kein Geld ausgeben. Ich bin geizig und so, wisst ihr? Ich bin geizig. Immer. Ich bin halt wirklich geizig. So, Sammelpads. Nee, das will ich hier. Lane. Hier lang, genau. Was macht die Gilde für Fortschritt? Das 12 von 26 Mitgliedern. Das ist not bad. Genau, also irgend so eine GM-Gilde auf alle Fälle.
So, Marry Me, Chocolate Drink, alles klar. Alter, das müllt im Inventar wieder zu. Ich werd irre. Was ich sagen muss, ist, es war ganz cool. Es gibt auf anderen Servern immer so einen Timer da, wie lange das dauert, zum nächsten Stufenaufstieg und so. Das finde ich da eigentlich ganz cool. Also, brauche ich 50 Layer da schon. Oh Gott. Ich glaube, merkt das so, die XP sind einfach zu hoch für solche Spielereien. Beziehungsweise, wir könnten uns das langsam wirklich überlegen, ob wir vielleicht das nicht auch sagen, so, yo, okay, jetzt ist so der Zeitpunkt, zu viele Mobs, die wir mittlerweile brauchen. Wir farmen das einfach alles separat. Also ich glaube persönlich, das wäre jetzt vielleicht zu langsam der Punkt, weil 50 Mobs sind halt eine ganze Menge. Also das machen wir auf alle Fälle noch, weil jetzt sind wir gerade schon da, aber... ich glaube, das ist ein guter Anlass, um zu sagen, so, yo, jetzt reicht's. Noch nie kein Pet-Zubehör. Kein Pet-Food. Warum krieg ich schon mit zwei... Warum stackt sich das nicht? Ja... Come on, es reicht auch mal wieder. Alter. Die Überforderung ist am Start. Und zwar komplett. Ich kann es jetzt unmöglich alles ordnen, das geht halt überhaupt nicht mehr. Aber ich habe ziemlich Bock, dass mir hier dann gleich, wait, warte mal. Warum hat der andere Charakter kein Korallticket? Ja, ja. Ich habe doch letztens ein Korallticket bekommen, oder? Bin ich blöd? Hier, doch, da habe ich eins. Ticket zur Koralleninsel. Okay, was habe ich Schönes gemacht, dass ich das nur auf einem Charakter bekommen habe? War das vielleicht irgendein Donate-Geschenk oder so? Ich weiß es nicht, könnte das sein. Ah, das ist halt wieder... Gut gedacht, schlecht gemacht. Ich meine, ja, man braucht jetzt nicht noch mehr Sachen oder noch mehr... Ich sag jetzt mal, Bequemlichkeit, um halt noch schneller die Level zu skippen. Muss das eigentlich nicht sein, aber naja. Wenn schon, dann schon. Alter. Ich muss sagen, es geht ja trotzdem ziemlich schnell. Also die 50 Mobs, die gehen halt trotzdem ziemlich fix weg. Wir one-hitten jetzt nicht, noch nicht, aber ist ja trotzdem sehr entspannt irgendwie. 50 von 50, okay. Jetzt schauen wir, was die Quest gibt. Ich meine, es brauchen wir einiges mehr schon. Vielleicht gibt es auch doppelt so viel oder so, keine Ahnung. Mal schauen. Ja. Ich meine, die gibt es halt schon gut, oder? Ich weiß es auch nicht. Och nee, warum ist das denn so? Da war ich doch schon. Wo war jetzt dieser scheiß Dungeon? Scheiße. Also ja, ich weiß, der war hier irgendwo, aber... wo? Ah ja, war nicht da hinten irgendwo? Da hinten, glaube ich, war der. Ja, jetzt müssen wir... Genau, da ist er. Ich meine, gut, also ich hätte halt schon auch ein bisschen Lust, das dann Blade zu machen. So zwei Waffen, Gicken und die ganzen schönen Sachen dann. Hätte ich schon Bock drauf. Ach ja, wir haben noch den Season Pass, oder? Feature Season Pass. Welches Level bin ich? 20, habe ich da schon was? Ach, sieh an. Okay. Ringmaster Buffs. Oder das Ringmaster Buffs? Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Genau hier. Ach, das Ding ist Akro, okay. Ah ja, die DPS einfach. Es fühlt sich einfach zu krass an.
Genau, das Partil noch, das könnt ihr aktivieren, glaube ich, wenn ihr... Oh Gott, wie war das Ganze dann? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Entweder, also ein Buff-Pad, glaube ich, hielt... Nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Lest euch einfach das Wiki durch. Auf alle Fälle, ich glaube, ihr braucht dafür irgendwas. Ja gut, ich meine, die Quest ging jetzt natürlich wieder schnell. Und dazu sagen so, ja, die skippen wir und so. Und ist es halt vielleicht wieder nicht so sinnvoll. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen irgendwie. Captain Steel Knight, oh Gott. Ja gut, jetzt skippen wir eine Monster-Sorte. Aber es war trotzdem nicht cool. Warte mal, warum habe ich jetzt wieder ein... Ach nee. Das Ticket gibt's ja gar nicht. So gleich doppelt und dreifach uncool. Finde ich jetzt nicht gut. Ja gut. Okay. Was will ich gerade machen? Ich hab's vergessen. Warum bin ich hier? Ach genau, Umhang abgeben. Umtauschen, was er gesagt. Genau. Ja, ich meine, ich weiß es nicht. Es ist halt schon cool, was man hier alles bekommt oder so. Deswegen. Ich habe schon Lust, das Ding hier nochmal, also die Quests weiter zu machen. 65 bis 80. 80 bis 110. Ja, andererseits, das relativiert sich halt dann so. Das Ding ist, ich will ja nicht im High-Level, also im Mid-Level, also halt irgendwie ab 80, 90, 100 oder so sein. Und dann so denken, so, ja gut, hätte ich halt die Quests gemacht, jetzt könnte ich die entspannt mitmachen. Weil ich glaube, darauf läuft es halt irgendwie so ein bisschen zumindest hinaus. Ich weiß es halt nicht hundertprozentig, aber... So fühle ich das Ganze halt irgendwie momentan an. Strange Collector. Genau. Ich meine, das Ding ist, wir können halt eh jetzt nicht da leveln, wo wir halt wollen. Das ist halt der große Nachteil. Deswegen ist die große Frage, lohnt sich das jetzt überhaupt? Also ich meine, nur vom Level her gesehen, ja, lohnt sich natürlich auf alle Fälle. Andererseits, Gicken wollen wir sowieso für die Guardian-Waffen. Das heißt, Gicks müssen wir sowieso killen. Die kleinen gut würde ich jetzt nicht killen, nicht unbedingt zumindest. Insofern, ja, weiß ich nicht. Das ist die Frage. Nee, ich habe gesagt, wir rushen dieses Mal nicht. Ich mache die Folgen jetzt so ein bisschen länger. Ich nehme mich eigentlich überhaupt auf. Ich nehm auf, gut. Das ist doch schon mal, super. Wir machen die Folgen ein bisschen länger. Wir rushen hier nicht. Wir machen das alles voll entspannt. Die Spawns sind so gut, das kann man schon machen. Ich will einfach allen so ein bisschen halt zeigen, wie sich es hier so spielt und so weiter. Und ich glaube, das macht in meinen Augen Sinn, wenn man hier sich wirklich die Zeit nimmt und das wirklich in Ruhe durchspielt. Und nicht hier die ganze Zeit rushen und so. Ich meine, ihr seht ja, das Ding ist, wir könnten in so kurzer Zeit jetzt, also wir könnten bis Hero durchziehen in kürzester Zeit auf alle Fälle. Glaube ich, steht außer Frage. Und wir werden sowieso auf Hero durchziehen in extrem kurzer Zeit. Denn, wie ihr seht, Damage ist komplett geisteskrank. Mit Premium und Lord Buffs, die wir die ganze Zeit haben, ist natürlich entsprechend ja auch nochmal eine ganz krasse Sache. Also das heißt, also spätestens ab Late werden wir halt komplett eskalieren. Und insofern glaube ich, da brauchen wir uns aktuell mal keine Sorgen machen, dass wir da jetzt irgendwie zu langsam sind, dass es zu langweilig wird oder was auch immer. Die Gefahr sehe ich jetzt aktuell eigentlich gar nicht. Pet wollen wir auch noch leveln. Ah jo, warte mal, die Folge kommt, glaube ich, zu spät dafür, oder? Ich wollte euch eigentlich gerade mal so fragen, wer von euch hat eigentlich vor, sich Starfield zu kaufen? Ich meine, ich habe es mir so ein bisschen angesehen, ein Freund von mir hat schon gekauft. Und ich bin halt echt unsicher. Also ich meine,
ich kann es halt nur noch heute vorbestellen und das Video kommt in 4 Tagen. Ja, Logics und so. Auf jeden Fall, ich bin mal so unsicher. Bei Biofanatical, das ist keine Werbung, aber es hat einen Keyseller, der halt offizielle Keys verkauft. Das heißt, es ist nicht so ein Rip-Off wie bei den anderen Keysellern, die das halt für 3 Euro verkaufen oder so. Also andere Spiele für 3 Euro verkaufen. Sondern die verkaufen halt die originalen Keys. Der Entwickler bekommt halt eben sein Geld. Und natürlich, da Steam jetzt nicht beteiligt ist, was sonst, glaube ich, 30-40% nimmt, ist es halt für Spieler-Developer und für die Käufer halt dann eben im gleichen Maße, soweit ich das verstanden habe, billiger, beziehungsweise besser. Wenn die sich 30% sparen, dann kriegt quasi der Käufer 15% Rabatt und der Verkäufer, glaube ich, kriegt einen 15% sogar mehr. Genau. Ich will Blade werden. Boom. Und jetzt direkt zweites Schwert anziehen. Aber nicht so. Ja, wir bräuchten halt irgendwie eine Axt oder so. Warte mal, gibt es hier irgendwie vielleicht eine... Warte mal, will ich eine Gartenaxt kaufen oder will ich mir das selbst farmen? Ich weiß, es ist immer so...